Herzlich willkommen zu den Star News. Alice ist ihren Job los. Sie war im Werbewunderland, doch nun wurde sie gefeuert. Model Vanessa Hessler, seit 2004 Hauptfigur der Werbekampagne für Telefonica, sprach in einem Interview etwas zu offen über ihre ehemalige Beziehung mit dem in Libyen getöteten Sohn Gaddafis. Dieser werbetechnische Super-GAU brachte nun das vorzeitige Vertragsende, also auch das Ende der Kampagne mit der schönen Blonden und dem roten Schal, die sogar Auffahrunfälle verursacht haben soll, weil Männer auf die Plakate und nicht auf die Straße blickten. Es könnte auch das Drehbuch ihres nächsten Filmes sein. Wolke Hegenbart und ihr Ehemann Justin Bryan haben sich in Liebe getrennt. Sie sei durch die Schauspielerei an Deutschland, er beruflich an Kapstadt gebunden. In der 10-jährigen Beziehung sei die Entfernung der zwei Kontinente von Anfang an ein großes Thema gewesen, so die 31-Jährige. Nun trennten sie sich, weil niemand von dem anderen verlangen konnte, den Beruf aufzugeben. Scheiden lassen wollen sie sich aber vorerst noch nicht. Teenie-Star Justin Bieber hat einen YouTube-Rekord gebrochen. Der 17-Jährige knackte als erster die 2-Milliarden-Marke des Videoportals. Damit hat er nun sogar die bisherige Klickzahl-Queen Lady Gaga weit abgehängt. Die hatte im Oktober 2010 gerade einmal schlappe 1 Milliarde Aufrufe zu verzeichnen. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist, im Gegensatz zur Vaterschaftsklage eines weiblichen Fans, die Justin neuerdings am Hals hat. Aber das ist eine andere Geschichte und die Arbeit der dementierenden Anwälte. Also frohes Bieber-Klicken und bis zum nächsten Mal. Yeah.